Hallöchen und herzlich willkommen zu einer langen Seed-Vorstellung in Minecraft. Aber ich wollte eigentlich nur mal gucken, was neue Ideen gibt. Aber da bin ich auf diesen Seed gestoßen. Dieser Seed ist erstmal der hier. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Was ist daran besonders? Also erstmal, wir spawnen hier auf einer kleinen, einsamen Insel. Weit weg von irgendwelchen anderen Landmassen in Minecraft. Zweitens, solltet ihr, wenn ihr diesen Seed spielt, entweder als Survival-Insel, solltet ihr halt wahrscheinlich mit Bonuskiste machen, damit ihr einen Setzling kriegt. Oder dann müsst ihr halt schwimmen. Und man kann ja versuchen, dann hier zu überleben, ohne halt irgendwie Außenwelt, weil das wird schwer. Ohne Außenwelt, weil es halt keine Bäume gibt. Aber an sich ist das eine gute Insel für Survival Islands, also für Survival-Spiele. Dann, wenn ihr also direkt am Spawn, habt ihr dann diesen Unterwassertempel. Da könnt ihr dann rein, wisst wahrscheinlich, wie der aussieht. Und muss ja nicht weiter reingehen. Ja, also direkt ein Unterwassertempel am Spawn. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Also hier habt ihr dann viel Leben und ist so direkt stark abfallend. Guck mal erstmal in die Richtung, was es da vielleicht gibt. Und dann können wir ja weitersehen, was vielleicht dieser Seed noch so zu bieten hat. Da bangen die Chancen ein bisschen rum. Aber mal gucken. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Aufgrund dieser Chunkfehler. Joa, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was entdeckt habe. Und da ich euch... Nein, ihr seid dabei sein. Also wie ihr sehen könnt, ist die weitere Zivilisation weit entfernt. Ah, hier kommen wir jetzt auf neue Inseln, neue Bäume. Einen Wald, dicht bewachsenen Wald. Mit Pilzen drinne. Auch so wie scheint auf einer Insel. Also, nee. Keine Insel. Aber ein dicht bewachsener Wald mit Pilzen drinne. Auch sehr gut halt für Survival Map. Beziehungsweise als Survival Map dies zu nutzen. Und man sieht halt relativ doch schon geil aus, dieser Seed. Ihr habt dort hinten eure kleine Survival Insel direkt mit dem Unterwassertempel am Spawn. Und dann halt weiter hinter die Pilzbäume und ähnliches. Ja, genau. Das soll es mit dem Seed gewesen sein. Den Rest könnt ihr dann selbst erkunden. Also macht sie gut als Survival Insel, wie schon gesagt. Habt dann diesen Unterwassertempel gleich zu Beginn. Müsst halt vorsichtig sein, wenn ihr diesen erkundet. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch dann viel Spaß, wenn ihr diesen Seed spielt. Dann bis zum nächsten Mal mit eurem Zony Game HD.